Niklitsch hat mein Foto auf irgendeine künstliche Intelligenz-Website geladen. Das ist das Kind von Anna Striegel und mir. I'm glad you like it. Ich hab noch nicht gesagt, dass es mir gefällt. Wen hast du noch so gemischt? Das wäre Adi Totoro. Adi Totoro und Hanna Tulnik. Wie sieht das aus? Hässlich. Willkommen zurück in Österreich. Wie war's in der Schweiz? Oh, wild. Was hast du gemacht? Weißt du, warum ich so huste? Warum? Weil ich ein Kilo Schnee gefressen habe ungefähr und seitdem huste ich. Ja. Kilo Schnee. Ja. Hanna, du weißt, dass du das einfach runterziehen kannst. Einfach so runterziehen. Ah, unten ziehen. Nein, nicht nach unten ziehen. Bist du behindert? Du könntest, während du schon mal da bist, vielleicht putzen. Mhm. Ja. Es ist viel zu sexuell, das Ganze. Du putzt? Endlich mal, putzt du wenigstens. Nicht so gern, weil du weißt ja, dass Malenji kurz davor ist, Onlyfans zu starten, weil ihre Karriere nicht läuft. Aber ich glaube, ich habe heute ein verstecktes Talent entdeckt. Malenji, komm rein! Surprise! Holy shit! Malenji hat gerade gesagt, sie hat das früher mit ihrer Mama immer gemacht. Was hast du noch nicht gemacht? Du warst auf der Clownsschule und auf der Bauchtanzschule. Aber ist das nicht irgendwie so... Ich weiß es nicht. Ist das racist? Du darfst halt jetzt nichts Dummes sagen. Ja, geil. Okay, zieh schnell wieder aus. Ich habe halt keine indischen Freunde, die ich fragen kann. Ich habe einen Kumpel aus Indien, aber der wohnt halt in Indien. Ja, ruf ihn an, schnell. Okay, pass, warte. Mein Mensch hat gesagt, es ist okay. Hat er gesagt? Ja. Ich zieh nach Indien. Du ziehst nach Indien? Du wüsstest gar nicht, wo du den Flug hinbuchen sollst, in welcher Stadt. Kannst du mal einen Fruchtbarkeitstanz für Leon machen? Ja, das Gegenteil, einen Verhütungstanz. Verhütungstanz. Fühlst du dich schon weniger fruchtbar? Um einiges weniger fruchtbar. Noch 20 Minuten mehr, dann bin ich impotent. Wir versuchen gerade eine Vlog-Sequenz nachzudrehen, also das Audio von der Vlog-Sequenz, weil ich dazwischen geredet habe. Weißt du, dass eine Brille aus der Steckdose? Du könntest Synchronsprecher werden. Als würde ich in so einem Zug sitzen und ich kann die Schiene nicht ändern, wo es lang geht. Weißt du, in der Kollege was versteckt war? Warum klingst du so besoffen auf einmal? Weißt du eigentlich? Weißt du, dass in der Kollege was versteckt war? So vorwurfsvoll. Ja, also, genau, vorwurfsvoll. Weißt du, dass in der Kollege was versteckt war? Weißt du, dass in der Kollege was echt war? So kacke. Du hast gesagt, weißt du, was in der Ukulele echt war? Echt? Ja. Was war daran jetzt so kacke? Ich bin Leon kommt gerade von seinem Date zurück. Skit. Wie war's? Die Wohnung ist so crazy. Du bist echt? So freundlich, die zu bloggen irgendwann. Warum? Ihr Klo, du machst die Tür zu und es fühlt sich an, als wärst du nicht mehr in ihrer Wohnung, sondern in der Bar. Ist da auch so ein Kondomautomat auf der Wand? Hast du mal kurz einen Euro? Hast du kurz einen Euro? Schau mal, so Penner in der eigenen Wohnung. Da kannst du kurz ein Kondom, da vorne ist der Automat. Pickt einfach einen Automat, wo sie Geld bezahlen muss. Dann ist da auch noch so eine Putzfrau an dem Tisch, die so ein Körbchen hat. So 50 Cent für den Klo. Was ist eure Meinung zu Prostitution? Wo gehst du hin? Das ist eine ernste Frage. Auf einmal das Pornhub-Intro. Marie, ja? Wie stehen wir zu Prostitution? Er hat ein neues Job-Angebot. Da gibt es eine urgeile Doku auf Netflix. Doku? Herman Anderson. War damals die erste, die ein Sextape aus Versehen released Echt? Hat. Es ist so 480p, also wir reden nicht mal von HD. Niklitsch, da schaut nur Pornos in der Qualität. 1080p, oh geil. Wie läuft's? Flüssig. Was? Hast du Durchfall? Auch. Nein, Ah, ja. War legit heute im Krankenhaus. Okay, Thema wechseln. Ja. Was bedrückt dich momentan? Du so der Durchfall? Ich hab meine Tage gar nicht mehr. Oh. Also jetzt Gott sei Dank mal nicht. Also ich bin nicht schwanger. Okay. In 9 Monaten so ein Clip. Was würdest du machen, wenn du jetzt schwanger wärst? Abtreiben. Echt? Bevor ich abtreibe, würde ich es noch zur Adoption freigeben. Nein, weil ich glaube, dass ich dann so eine Bindung zu diesem Kind herstelle und ich kann aber mit Deswegen treibst du es auch ab. Der Vlog ist noch nicht vorbei, denn nach dem Auto kommt auch was. Aber vorher danke fürs Zusehen und nicht vergessen zu abonnieren, denn es ist gratis und man kann sich immer umentscheiden. Was ist los? Ich muss eine Verteidigungswall errichten. Eine Verteidigungswall. Oh Gott, die Granaten. Nein. Die Granaten.